Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema heute ist natürlich Ostern. Am Ostern, dieses Jahr am 17. April, feiert man die Auferstehung Jesu Christi. Ich werde dir in diesem Video ein paar Osterbräuche erklären und wie feiert man Ostern in Deutschland. Zuerst Ostereier bemalen. Man kann die Eier schon als gefärbte kaufen, obwohl entscheiden sich die meisten Deutschen, die zu Hause als ein Familienritual zu machen. Häufig auf traditionelle Art und Weise und mit natürlichen Farben aus Rübein oder Zwiebenschalen. Ursprung dieser Tradition, Ostereier zu bemalen, war, dass Eierverzehr während der Fastenzeit verboten war. Deswegen waren die Eier gekocht, damit schon länger haltbar und haben dann die Menschen die eingefärbt, um sie besser ungekochten von gekochten Eier unterscheiden zu können. Ostereierbaum. Am Ostern werden die bemalten Eier an die Bäume gehängt. Ursprünglich galten damals Eier als Zeichen der Fruchtbarkeit, als Sieg des Lebens über den Tod. Das passt heute noch gut zum Frühling. Die bunten Farben am Ostereierbaum vertrieben die kalte Jahreszeit. In fast jedem Garten können wir einfach viele Ostersymbole betrachten und die Deutschen mögen das sehr gerne. Saalfelder Ostereierbaum ist bekannt geworden, weil er mit 10.000 Ostereier behängt ist. Eine gute Option für die Wohnung sind die Osterzweige. Die sind normalerweise mit 12 ausgeblasenen, bunt bemalten Eier geschmückt. Ein Ei für jeden Monat des Jahres. Und aus der Zweige kann man selbst basteln oder im Blumenladen, wie ich gezeigt habe, und Supermärkten kaufen. Es gibt viele Osterei-Spiele. Ich werde dir in diesem Video zwei erklären. Zuerst zwei hartgekochte Eier werden mit der Spitze aneinander geschlagen. Derjenige, dessen Eier nicht zerbricht, gewinnt. Je nach Region dieses Spiel nennen wir Ostereier, Ticken, Düpfen, Ditschen und so weiter. Das zweite Spiel ist Ostereiersuche. Die Erten verstecken im Haus Osterneste, wo sie Ostereier oder Schokoeier und andere Süßigkeiten einfach hinfügen und die Kinder sollen danach suchen. Natürlich, wenn die Kinder diese Osterneste finden, freuen sie sich riesig. Osterhase. Am meisten werden die unzähligen Schokohasen verkauft. Wir können jetzt hier ein großes Angebot sehen. Und von vielen verschiedenen Marken. Der Hase, warum Osterhase? Also der Hase steht symbolisch für Christus, die Fruchtbarkeit und Zeugungskraft sowie die Wiedergeburt symbolisiert. An Ostern haben wir Osterzopf als ein traditionelles Hefegebäck, aber auch Osterlamm. Osterspaziergang stammt aus einem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, wo er beschreibt, ein Gefühl, womit die Menschen nach einem kalten Winter den Frühling endlich begrüßen können. Also Parks und Gärten laden dazu, die Mütze und Schal einfach zu Hause zu lassen und einfach die Sonnenstrahlen endlich zu genießen. Ich wünsche euch frohe Ostern und bis nächstes Mal.